Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video und diesmal möchte ich euch gerne meine Verkabelung der Hardware zeigen, weil viele gefragt haben, wie machst du das mit 4K zocken an zwei Bildschirmen und verlustfrei und wie das denn mit dem Stream ist, weil ich ja in 4K zocke, ob das mit dem Streamprogramm dann irgendwie Probleme gibt. Zum Streamprogramm kommen wir dann nachher noch. Erstmal, Entschuldigung, wir haben gerade Mittagessen. Erstmal wollte ich jetzt gerne mit euch die Verkabelung durchnehmen. Ihr seht ja verschiedene Linien. So, ich fange erstmal an. Meine Geräte, das ist halt die PlayStation, mein TV, mein Monitor, mein PC, die Capture-Karte und der Splitter. Und ich habe das jetzt alles so gemacht. Ich habe auch die Kabellängen mal mit dazu geschrieben. Außer hier habe ich einen Fehler drin. Hier steht 1 Meter, das sind aber 2 Meter. So, also von der PS4 aus geht ein HDMI-Kabel, der Ultra HD 4K HDR fähig ist. So steht es halt in der Beschreibung. Ist aber irreführend. Also 4K ist eigentlich falsch. Wir haben kein 4K-Bild, wir haben ein Ultra HD-Bild. Also UHD. 4K ist eigentlich das Format, was im Kino ist. Aber jetzt schreiben halt alle ruf, es ist irreführend, aber im Prinzip haben wir keinen 4K. Davon mal abgesehen. So. Also mit einem vernünftigen Kabel findet ihr natürlich alle Links zu den Produkten, findet ihr in der Videobeschreibung. Geht in den Splitter rein. Vom Splitter geht einmal zum Fernseher und einmal zur Capture-Karte. Und von der Capture-Karte geht ein Ausgang hoch zum Monitor. Vom PC geht, ich habe jetzt hier nur den Monitor drin, geht einmal zum Monitor auch. Und eigentlich geht dann noch ein Kabel zum zweiten Monitor. Der ist aber jetzt erstmal uninteressant für uns. Wollte ich nur mal der komplette halber erwähnen. Am Splitter haben wir die Möglichkeiten, Copy, Auto und Mixit einzustellen. Das ist bei Amazon super erklärt. Copy kopiert da halt das Bild, was reinkommt, auf alle beiden Ausgänge. Bei Mixit mixt er das habe ich noch nicht getestet, richtig. Und bei Auto, da stellt er das, glaube ich, nach der schwächsten Quelle ein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich habe jetzt immer Copy drin, das heißt, der kopiert hier das Signal, was hier reinkommt, kopiert er auf beide Ausgänge. Wenn ihr natürlich hier 4K dran habt und hier kein 4K-Monitor, sondern ein HD-Monitor, der nur HD ist, also 1080p, 720p oder ein WQHD oder so, dann empfehle ich euch, macht Auto rein, weil dann habt ihr auf beiden ein 1080p-Bild, weil sonst habt ihr hier, wenn ihr dann sagt Copy, habt ihr hier ein geiles 4K-Bild, aber auf eurem Zockermonitor, wo ihr zockt, da nicht. Da ist dann halt nur schwarzes Bild mit Ton. Also achtet da bitte erstens auf die Kabel und dann auch, wie es eingestellt ist. Also Copy, Auto und Mixit. So, hier ist mein TV, den packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Das ist ein Samsung TV, 4K HDR fähig, HDR 10, der Monitor auch. Und dann geht es halt einmal dahin und einmal geht es dann zur Capture-Karte. Von der Capture-Karte, fragen Sie sich auch, warum ich jetzt hier zweimal eingezeichnet habe, von der Capture-Karte geht einmal zum Monitor und vom PC ja auch. Wenn ich das Bild mit dieser Capture-Karte abgreife, zum Beispiel, also praktisch das Bild von der PlayStation kommt über die Capture-Karte an, kann ich es im Stream-Programm nutzen. Aber dann habe ich die ganze Zeit das Stream-Fenster offen und habe dann halt von meinem Bildschirm halt so ein Bild. Und dann kommen die Donations darüber rein und das alle drum und dran. Und das ist dann, sieht scheiße aus, ehrlich gesagt. Man hat man nichts von seinem Bild. Deswegen greife ich das darüber ab. Mit dem PC und mit der Software. Also die ist ja dann eingebaut. Und mit dem zweiten kann ich praktisch, wenn ich den Monitor vom Displayport, was am PC dran ist, auf HDMI mache, der von der Capture-Karte kommt, habe ich das komplette Bild. Also ich habe komplettes, ein 4K-Bild. Ich kann euch das jetzt leider nicht vorführen, weil mein Splitter sowohl meine 4K-Karte kaputt sind durch den Sturm, den wir hier hatten. Ja, also der muss ja sowieso hingehen und der ist separat. Also praktisch, weil es ja hier eingebaut ist, kann ich über den PC das Bild der Capture-Karte abgreifen für das Stream-Programm. Das läuft dann praktisch, das Stream-Programm, auf dem zweiten Monitor, den ich jetzt hier eingezeichnet habe. Und da stelle ich dann Kamera und alle drum und dran ein, zeige ich euch gleich. Und dann schalte ich den Monitor auf HDMI
und kriegt dann hier komplett über den ganzen Bildschirm ein schönes 4K HDR-Signal. Nicht wundern, das ist meine Mutter gerade, die nervt gerade. Fenster schließen. So. Habe ich hier ein schönes 4K-Signal. Und wie das alles geht, zeige ich euch jetzt mal. Ich mache mal dafür mein Streamlabs OBS auf. So. Ich mache jetzt einfach mal Stream. So, dann seht ihr jetzt, hier ist keine Kamera drin, weil die Kamera benutze ich ja logischerweise jetzt gerade für euch. Ja. Und hier ist halt auch gespiegelt logischerweise wegen, weil die Capture, weil das Programm ja hier eingebaut ist. So, und ich hier gerade was zeige. So, wir machen mal vielleicht doch auf das. Das sieht besser aus. Ne, wir müssen ja das machen. So, ne, Quatsch, müssen wir nicht. So. Und im Stream-Programm habe ich dann Folgendes eingestellt. So, erstmal bei Stream habe ich eingestellt, ich mache über Restream, ich mache Multistream immer. Ausgabe habe ich erweitert. Das ist ganz wichtig, dass ihr da erweitert macht. 1, hier CBR, 6000. Mehr kann ich nicht machen, weil Twitch nicht mehr unterstützt. Bei YouTube habe ich schon getestet, da habe ich schon 10.000 drin gehabt. Das ist super gelaufen. Ja, und das war eigentlich, was ihr hier machen müsst. Bei Audio habe ich nicht großartig was. Bei Video, da müsst ihr dann natürlich die Basisleinwand einstellen, die ihr habt. Und bei mir ist die Basisleinwand 4K. Weil der Monitor, was hier läuft, also der untere, wo eigentlich alles aufgezeichnet wird, ist nun mal 4K. Und eine Ausgabequalität möchte ich von 1080p haben. Ich könnte das auch auf runtersetzen auf, was weiß ich, auf 720p. Und hier unten ist dann Capture Display, machen wir mal das. So. Display Capture aus, Avamedia an. Und hier ist die Avamedia. So. Die habe ich eingebunden als, ja, als Gerät. Ja, hier kann man dann halt auch andere Geräte. Und ich kann jetzt praktisch in 4K HDR auf meinem Monitor zocken. Also ich kann HDR ganz normal anmachen und kann die, durch die Capture-Karte, die greift ja das Bild ab, das ist ja für das Streaming-Programm wichtig. Im Streaming-Programm habe ich 1080p, habe ich da ja gerade gesehen, und kann in 1080p streamen. Die Leitung gibt halt nicht 4K her. Aber Streamlabs OBS unterstützt kein HDR. Und vorher war das so, wo Spider-Man für die PS4 jetzt rauskam, war das noch so, wenn du das in 4K HDR gezockt hast, dann sah das im Streamlabs immer so aus wie, ja, wie noch so ein Grauschleier drüber gemacht oder irgendwie sowas. Ganz komisch. Das ist jetzt seit, ich weiß nicht, seit ein paar Updates, es ist schon eine Weile her, wurde das rückgängig gemacht, also wurde das verbessert. Das ist weg. Also wir können jetzt nicht in 4K HDR streamen. Ich könnte jetzt natürlich Streamlabs auch sagen, ich will in 4K streamen. Das ist kein Problem. Aber HDR, der Codec ist hier im Streamlabs offiziell so nicht drin. Er wird zwar rausgefiltert, ohne dass ich Verlust habe. Also wie gesagt, Bildschirm 4K HDR. Und im Streamprogramm wird HDR rausgefiltert, dass dieser Schleier drüber weg ist. Oder vielleicht optimieren sie es irgendwie. Ich weiß es nicht, wie sie es machen. Ist mir auch eigentlich scheißegal. Hauptsache, es funktioniert. Und das hat halt den Vorteil, ich kann jederzeit am Fernsehen in 4K zocken, kann hier am Monitor 4K HDR zocken, kann in 720p, 1080p streamen, ohne Qualitätsverlust, was vorher ja nicht war. Das ist halt, weil warum habe ich eine PS4? Pro und kann in 4K zocken, wenn ich dann durch Einstellung und alle drum und dran, wenn ich jetzt hier nur einen HD-Monitor habe, nur HD zocken kann. Ist ja auch Schwachsinn. So kann ich jetzt 4K HDR richtig nutzen, kann zocken, kann es in einer vernünftigen Qualität streamen für euch und entstehen für euch keine Verluste. Für mich entsteht kein Verlust dadurch, dass ich 4K HDR immer noch nutzen kann, in einer vernünftigen Bandbreite, alle drum und dran und läuft. Also da kann ich mich echt nicht beschweren. Läuft alles wirklich tippitoppi. Die Links werde ich euch natürlich zu allen Produkten werde ich euch in die Videobeschreibung machen. Viele haben auch gesagt, wo ich habe, da, zu dem BenQ HDR Monitor habe ich ja ein Video gemacht.
oder mehrere Videos gemacht. Viele haben auch gesagt, oh, 60 Hertz, mehr nicht, ich brauche eben mit viel mehr Hertz, 144 und was weiß ich. Wenn ihr PC-Zocker seid und ihr braucht, ja, okay. Wenn ihr das nur für die Konsole und für den PC braucht, ist das komplett vollkommen egal, weil die PlayStation, die gibt nicht mehr als 60 Hertz aus. Und die PS5, die wird mehr als 60 Hertz angeblich ausgeben können. Aber ich glaube nicht, dass es mit der Leistung dann über bei 4K über 60 Hertz rüberkommt. Also von daher seid ihr auch für die nächste Zeit, selbst wenn die PS5 kommt, mit der Combo eigentlich komplett zufrieden. Es gibt auch noch keine Capture-Karte, die 8K kann. Meine Capture-Karte, die Avamedia, die kann 4K HDR. Und was wichtig ist, was ihr da wissen müsst, es ist kein HDR Pass-Through. Also das heißt nicht, wie bei anderen, dass ihr praktisch 4K HDR rein, so wie hier, ja, 4K HDR rein, 4K HDR raus und in dem, im PC, in der Software könnt ihr dann nur 4K nutzen oder so. Nee, ihr könnt, wenn ihr wollt, über die Avamedia Software, die gleich mit dabei ist, könnt ihr 4K HDR aufnehmen. Und das dann natürlich zu YouTube oder irgendwo anders hochladen. Das ist kein Problem. Alle anderen, Elgato und so, die können 4K HDR Pass-Through, aber nicht 4K HDR aufnehmen. Die können 4K aufnehmen, aber nicht mit HDR. So, das war halt noch wichtig. So, wenn ihr da jetzt natürlich noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich werde dieses Bild, wenn ihr wollt, ich werde es auf Google Drive hochladen, dass ihr was davon habt. Also, falls ihr euch das nochmal angucken wollt, ja, stelle ich euch gerne zur Verfügung, ist überhaupt kein Problem. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. Achso, Däumchen wäre Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.